Ja, hallo Christian. Ja, hallo, was seht du? Ja, es ist schon Jahre her, dass ich dich interviewt habe Stimmt. und jetzt haben wir wieder Gelegenheit, das freut mich. Und zwar geht es um dein Buch Eckhart Tolle, Inneres Erwachen und ein Leben im Jetzt. Ja, gut, das zeige ich mal rein. So. So, dann nehme ich das Ja. wieder. Ja, das Buch geht also über Eckhart Tolle, beziehungsweise über Texte auch von ihm. Und wie ist das? Ist er ein Lehrer für dich oder bist du nur so ganz entfernter Beobachter von ihm? Also entfernter Beobachter ist vielleicht ein bisschen, nee, das würde ich so nicht sagen. Also er ist nicht mein Lehrer. Barry Long war mein Lehrer für einige Jahre und der war wiederum auch sein Lehrer, also Eckhart Tolles Lehrer, für eine kleine Zeit, kurze Zeit. Ich habe ihn kennengelernt, den Eckhart, mehrmals mit ihm mich unterhalten, zusammen gegessen. Das hatte damit zu tun, dass er in Deutschland vom Camphausen Verlag ja eingeladen war für Vorträge und ich habe da ein bisschen mitgearbeitet, mitgeholfen. Und von daher habe ich mich mit ihm immer sehr gut verstanden. Und ich muss sagen, wenn ich in seinen Vorträgen oder seinen freigehaltenen Talks so sitze, habe ich das deutliche Gefühl, dass ich tatsächlich in eine andere Ebene komme. Also eine Ebene der oder eine Art von Wachheit. Tatsächlich jetzt hier zu sein und nicht mehr als Person da zu sein. Das ist schon sehr stark, finde ich. Und das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass ich gerne mal was über Eckhart Tolle schreiben wollte als Buch. Ich habe damals mehrmals Artikel geschrieben in verschiedenen Zeitungen. Und jetzt dachte ich mal, fasse ich das zusammen und erweitere das. Und ja, das hat auch Spaß gemacht. Ja, das ist ja auch gelungen. Es ist ja ein sehr umfangreiches Buch, also habe ich so erlebt und trotzdem sehr dicht und so viele Aspekte. Und ja, ich habe ein paar inhaltliche Fragen natürlich zum Buch. Ich glaube, das ist schon im Vorwort kommt es vor, dass du Eckhart Tolles Beobachtung beschreibst, dass sich Menschen mit einem falschen Selbst identifizieren. Was ist damit gemeint? Also dieses falsche Selbst ist einfach das sogenannte Ego. Was also Ego ist auch nur eine Art, das zu bezeichnen. Das ist die Person, zum Beispiel, fast jeder, ich auch, muss ich sagen. Also wir identifizieren uns ja mit dem Körper zum Beispiel. Ja, also in jeder Hinsicht, wenn wir von uns reden, dann ist der Körper immer mit drin. Ich hebe die Hand, ich bin 1,70, ich bin jetzt so und so alt, ich werde vermutlich demnächst eine Reise machen und irgendwann wird, dann müsste man jetzt sagen, dieser Körper sterben, aber ich identifiziere mich eben so sehr damit, dass ich sage, und ich werde eines Tages sterben. So, das ist die eine Art der Identifikation, und die führt notwendigerweise zum Leid. Denn in dem Moment, wo ich mich als Körper sehe, bin ich natürlich all diesen Veränderungen unterworfen und auf und ab. Auch die andere Art der Gefühle, die andere Art der Identifikation sind eben die Emotionen. Auch die sind natürlich wieder mit dem Körper verbunden. Also es geht los mit Schmerzen zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe und ich sage, ich fühle mich krank, ich habe dies und das. Also auch da ist die Identifikation
mit dem sogenannten falschen Selbst führt dazu, dass ich mich, man könnte beinahe etwas platt sagen, kleiner mache, als ich bin. Also das, man muss ja immer fragen, wenn es das falsche Selbst ist, wann ist, was ist denn das richtige Selbst? Also gibt es das? Und was wäre das? Und das ist hier diese beiden Selbste, ist auch eine Art von typischer Eckhart Tolle Philosophie. Da kann ich gleich noch mehr zu sagen, weil das ist, da ist er sozusagen auf die Erkenntnis gestoßen, dass es eben, wenn es zwei Selbste gibt, nämlich das, was er sehen kann, beobachten kann und was er schrecklich fand damals, als er dieses Erwachen hatte, er war ja sehr depressiv, irgendwie kann man sagen, er war nicht gerade glücklich und hat plötzlich erkannt, dass das, was da so unglücklich ist, ja beobachtet wird. Und da muss es ja ein anderes Selbst geben, was eben dieses Selbst, dieses falsche Selbst beobachten oder erfassen oder wahrnehmen kann. Und was ist das? Offensichtlich etwas, was man nicht so leicht greifen kann. Ne? Denn das, wenn man dann zurückfragt, was beobachtet mich, dann komme ich in eine Art von Bereich, der nicht mehr objektiv dargestellt wird oder dargestellt werden kann. Den kann ich nicht mehr zum Objekt machen. Immer bleibt ja ein Subjekt, das ein Objekt hat. Und dieses letzte Subjekt in der Philosophie wurde davon einem transzendentalen Subjekt gesprochen, ist eben nicht erfassbar mit unserem normalen Verstand. Aber es ist doch immerhin eine ziemlich starke Erkenntnis möglich, dass dieses weite, unbegrenzte Selbst tatsächlich existiert, in Anführungsstrichen. Nicht so wie Dinge, sondern eben als transzendentes Subjekt. Äußert sich das in dem Gefühl von Ich Bin, also von Anwesenheit? So würde es Eckhart Tolle auch beschreiben. Also das ist in gewisser Weise das, was er Präsenz nennt, das Anwesensein in diesem Moment, ohne dass ich dabei Bezug nehme oder in Gedanken auf eine Person bezogen bin. Das heißt, da ist Name und Geschichte und Ort, das sind ja relative Eigenschaften, das fällt weg. Das wird nicht in den Vordergrund geholt. Das, ja. Ja, der Gedanke, eben Namen zu haben und eine Person zu sein, der kann da drin auch auftauchen. Ne? Der kann da auftauchen. Das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie wegschieben. Es wird ihm nur nicht diese Bedeutung beigemessen, die normalerweise ja den Menschen im Alltag ist ja nur dieses relative Ich von Bedeutung. Alles dreht sich darum. Ja, also mir war jetzt der Ausdruck falsches Selbst und richtiges oder überhaupt selbst ein bisschen fremd, weil meistens wird dann eher von Ego oder Identifikation oder Mind oder Verstand gesprochen, aber ja, bei Eckhart Tolle ist es diese Namensgebung. Ne? Ja, also die Tatsache, es ist zunächst so, das scheint jedenfalls zumindest so, dass da ein Dualismus ist. Also das falsche Selbst und das wahre Selbst, das ist offensichtlich eine Dualität, ne? Da sind zwei. Man muss dann eben, wenn man da tiefer reingeht in diese Philosophie, sagen, dass das sogenannte falsche Selbst nicht falsch ist im Sinne einer im Sinne von schlecht oder unerwünscht oder man muss das wegkriegen, dann wären wir wirklich in einer schwierigen Lage. Dann müssten wir wirklich wie in den Religionen auch sozusagen gegen uns selbst kämpfen, also uns als Sünder womöglich betrachten und darum bitten, dass das Gott, das wäre das große Selbst, sozusagen uns auffängt und
erlöst. So ist das bei Eckhart Tolle ganz sicher nicht zu verstehen, sondern eher im Sinne, wie zum Beispiel in der indischen Philosophie, auf die ja Eckhart Tolle auch eingeht oder von der er auch einiges übernommen hat, oder im Buddhismus, dass dieses relative Selbst, das Ich, zwar eine Illusion ist, es ist nicht endgültig, es ist etwas, was verschwindet, was aber nicht jetzt überwunden werden muss im Sinne von weg damit. Das geht ja auch gar nicht. Also das darf ruhig da sein. Damit operieren wir ja auch im Alltag. Also das kann nämlich manchmal dann dazu führen, dass man anfängt, so merkwürdig zu sprechen, wie in Satsangs, manchen Satsangs oder in der sogenannten Advaita-Sprache. Hier ist niemand, und dann vermeidet man den Ausdruck Ich womöglich. Also das führt dann zu einem seltsamen Wortverdrehung oder sagen wir mal ungewöhnlicher Art zu reden. Und würdest du sagen, Bewusstsein ist auch ein anderer Ausdruck für Selbst, oder wie ist es bei Eckhart Tolle dann? Ja, bei Eckhart ist das Bewusstsein in der Regel doch so weit gefasst, dass es das unpersönliche Bewusstsein ist, was auch eben nicht in Verbindung steht mit diesem persönlichen Selbst. Man könnte sich das vielleicht, ja, es ist nur eine Hilfe, vorstellen wie einen unendlichen Raum, der gleichzeitig aber in der Lage ist, alles wahrzunehmen. Also der physikalische Raum tut das ja offensichtlich nicht. Der ist nicht hat keine Wahrnehmungsmöglichkeit, obwohl wir da auch in der Quantenmechanik offensichtlich schon in Grenzbereiche kommen, wo der Raum jetzt nicht mehr einfach sowas ist, was man abmisst und was man Länge, Breite, Höhe hat. Dieser Raum ist einfach ohne Grenze. Und es ist so, dass das, was ich wahrnehme, die Person, den Körper und so weiter, in diesem Raum existiert. In dem Moment, wo ich allerdings sozusagen die Identifikation abziehe von dem Körper und von dem Gedanken und so zurückspüre in das, was wahrnimmt in diesem Moment, dann könnte man sagen, bin ich dieser unendliche Raum. Das heißt, Zeit und Raum sind dann in mir, sind Eigenschaften von diesem unendlichen Selbst, relative Eigenschaften. Das ist ungeheuerlich, weil da bin ich sozusagen wie Gott. Aber das beinhaltet, oder ich meine, vielleicht kann es sein, dass unterschiedliche Menschen das unterschiedlich wahrnehmen, aber meiner Erfahrung nach, dass auch der Fokus, dass die Empfindungen nur von hier, von dem Körper ausgehen, der weicht sich auf. Ne? Also ja. Es wird irgendwie alles als Raum oder Bewusstsein oder Selbst empfunden, wo der eigene Körper auch drin spielt. Vielleicht gehen die Empfindungen noch von hier aus, aber es ist nicht mehr der Mittelpunkt unbedingt. Ne? Also der Schlüssel, so wie ich das verstehe, ist da, es gibt nichts Zweites, es gibt nichts anderes außer diesem Bewusstsein. Und dann bin ich ja nicht mehr irgendwie verschieden von einem anderen Wesen, von irgendjemandem sonst. Ich trenne mich nicht mehr von irgendetwas anderem in der Welt, sondern das ist alles das eine. Da kann man auch, das muss man auch nicht ich nennen. Das hat letztlich gar keinen Namen. Ne? Das ist, es ist also nicht so, dass ich mich hier in diesem Fall anmaße, ins Unendliche zu wachsen als Person. Das wäre wirklich eine, Jung würde vielleicht sagen, eine Inflation des Ichs. Also
das ist nicht gemeint. Es kann aber manchmal vielleicht so dazu führen, bei bestimmten Erwachenserlebnissen oder Bewusstseinserweiterungen, die unheimliche Macht auch vielleicht, ich meine, es gibt so Geschichten von indischen, aus der indischen Tradition, von Gurus und von Leuten, die eben solche Erfahrungen gemacht haben, von Allmacht. Das heißt dann plötzlich das Gefühl, du bist alles und alles ist in dir. Und dann kommt es zu erstaunlichen Phänomenen. Da muss man natürlich sehen, ich kann da jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen, weil ich hab Phasen gehabt schon, wo das entstanden war. Aber man spricht am besten erstmal von dem, was in diesem Moment ist. Nicht von irgendwas, was man mal erlebt hat. Das erste Kapitel heißt der Anti-Guru. Magst du vielleicht ein Wort dazu sagen, was jetzt mit Anti-Guru gemeint ist? Also erstmal ist dieser Begriff aus einer, ich glaube aus der Zeit, also aus dem Magazin der Zeit, die haben diesen Begriff gebraucht. Es geht in diesem ersten, ganzen ersten Teil im Grunde ja auch um die Figur, sag ich mal, Eckhart Tolle. Also was ist das überhaupt für einer? Wie kommt der rüber? Wie gibt der sich? Und in dem Zusammenhang hat ein Journalist gesagt, also er kommt ja, und das sehe ich auch, das sagen alle im Grunde, so wahnsinnig bescheiden rüber. Also so ganz zurückhaltend, also ganz gewöhnlich. Und hierzulande hat man bei dem Begriff Guru ja eher so, denkt man vielleicht mal zum Beispiel an Osho, ne? Der ist ja nun nicht gerade so aufgetreten wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, sondern er hat schon einige, ich nenne das jetzt eine Show, er war ja auch mal, ich habe ja auch mal ihn sehr verehrt als Sannyasin. Und das ist im Grunde so der typische Guru. Und Eckhart Tolle, wenn man den so daneben stellt, neben Osho, dann kann man so sagen, das ist das Gegenteil. Ne? Das ist wie ein Antiguru. Der will ja auch nicht verehrt werden. Man soll ja zu ihm als ganz normalen Menschen mit ihm in Kontakt treten, wenn man das kann, wenn man das will. Ja, man kann in seine Talks sehen, man kann gehen, man kann seine Videos ansehen, aber ich glaube, der persönliche Kontakt ist eher schwierig. Also er gibt doch bestimmt keine Einzelsession. Er gibt, glaube ich, schon auch Einzelsessions. Die muss man dann lange vorher buchen und das kostet wohl auch einiges. Er ist weltweit nach wie vor unterwegs, macht überall Workshops, ob es in Südamerika oder Indonesien oder Australien, also überall. Und gibt ja eben auch die Talks online. Aber es ist klar, bei einer solchen Berühmtheit, das ist er nun, es sind ja Millionen, die seine Bücher gelesen haben und ihn kennen, ist es natürlich schon schwierig geworden, jetzt einfach mal, hallo Eckhart, wie geht's? Ja, da habe ich eine kleine Anekdote zu. Ich habe eine Freundin oder Bekannte, die für die ist Eckhart Tolle der Meister für sie, der Lehrer. Ja. Und sie ist zu ihm nach Amerika und es war also keine Aussicht eigentlich, ihn zu sehen. Aber das ist der Drang für sie, der Zug war so stark, also sie musste auf jeden Fall hin. Und dann hat sich das zufällig in Anführungsstrichen ergeben, dass sie sich persönlich über den Weg gelaufen sind und dass sie ihn angesprochen hat und dass sie dann auch Zeit mit ihm verbringen konnte. Da habe ich auch gedacht, das Leben in seiner Weisheit regelt Sachen, die offiziell eigentlich gar nicht möglich sind. Ne? Das, ich weiß zwar nicht genau, was sie da gemacht hat, ob sie ihn vielleicht aufgelauert hat oder so mal in seiner Wohnung, in seinem Haus. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, von dem her, wie ich ihn erlebt habe, ist er wirklich sehr menschlich und sehr freundlich. Und wenn es dazu kommt, dass man ihn tatsächlich anspricht, dann wird er nicht sagen, lass mich in Ruhe oder sich umdrehen oder irgendetwas machen, sondern er wird natürlich ganz normal und spontan antworten. Und das ist aber eher
jetzt nicht so wahrscheinlich. Normalerweise wird er wahrscheinlich mit irgendwelchen bestimmten Leuten nur unterwegs sein. Ja, er hat dann wahrscheinlich ein gut funktionierendes Management um sich herum. Ne? Vielleicht sogar Leibwächter, wer weiß. Ja, also gut. Im Buch beschreibst du also auch Eckhart Tolles Geschichte, aber die brauchen wir jetzt also nicht wiederholen. Die ist ja allgemein. Ich glaube, die kennt jeder. Ob die jeder kennt, weiß ich natürlich nicht. Nee, aber die ist doch allgemein ziemlich bekannt und kann man auch in anderen vielen Quellen nachlesen. Sie ist aber insofern wichtig, okay, weil es manchmal der Eindruck entsteht, dass Eckhart Tolle einen Weg beschreibt, wie man dahin kommt. Aber er selbst, wenn er ganz einfach aufmerksam mal liest, hat gar keinen Weg. Da war kein Weg, sondern das ist einfach passiert. Dieses plötzliche Abrücken von sich als Person ist geschehen. Das kann man auch nicht einfach so machen. Da kann man noch so lange übers Jetzt meditieren oder Achtsamkeit üben. Das ist nicht gesagt, dass man das dann auch so erlebt, wie Eckhart Tolle das erfahren hat. Ne, da muss man ganz klar sagen. Also, und das gibt es fast immer, das erlebe ich immer wieder und lese ich immer wieder, dass Menschen erwachen. Und zwar erwachen jetzt in dem Sinne, dass sie diese Identifikation mit dem sogenannten kleinen Ich plötzlich weg ist und eine Weite da ist und eine, auch wie er das beschreibt, Gedankenlosigkeit, Gedankenfreiheit, kaum Gedanken, ganz neue Art von Wahrnehmung. Und danach sagen sie, ja, also wie kann ich das jetzt vermitteln? Wie kann ich den Leuten das zeigen, wie man da hinkommt? Und dann kommen sie mit allen möglichen Wegen. Und das ist, sag ich mal, entspricht nicht so ganz dem, was da passiert ist. Ne? Also das ist so, hinterher macht man irgendwie so eine kleine, das ist ein Trick, finde ich. Ja, für manche ist es auch schwer, das überhaupt irgendwie einzuordnen. Ne? Also wer zum Beispiel noch nicht spirituell ausgerichtet war und überhaupt den Begriff Erwachen oder Wegfall des Egos oder Wegfall der Identifikationen gehört hat, der weiß vielleicht wirklich nicht, was passiert ist. Ne? Das gibt es ja. Ja. Also wenn es wirklich extrem ist, also in irgendeinem Moment plötzlich kein Ich da ist, dann kann das natürlich auch Angst auslösen und völlige Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit. Und wenn man dann, sagen wir mal, einen Psychiater aufsucht, kann es sein, dass der also von einer, ja, dass das als krank einstuft, ne? Ich-Verlust. Muss man dann behandeln und was weiß ich alles. Ja, dein Buch ist so aufgebaut, dass du eben aus deiner Erfahrung sprichst, dass du beschreibst, was du erlebt hast, wie du es siehst mit eigenen Worten, aber du zitierst auch wieder immer wieder aus seinen Büchern. Du fängst an mit dem Buch Jetzt, mhm, ne? Und also einzelne Passagen oder eben vielleicht einen Abschnitt mal und dann hältst du dich da dran und erklärst es auch. Ne? Ja. Also das ist, ich habe ja Philosophie studiert und so sind wir eben auch als Studenten vorgegangen. Wir haben den Philosophen, der da in Frage kam, eben uns vorgenommen, haben versucht, so in eigenen Worten möglichst die Philosophie darzustellen. Das tue ich eben im ersten Teil und so verständlich wie möglich. Ich meine, Eckhart Tolle spricht sowieso und schreibt sehr verständlich. Das muss man nicht jetzt noch großartig erklären. Das macht er selber schon ganz gut. Aber ich muss ja erstmal ihn überhaupt vorstellen und sozusagen das Thema ausbreiten. Und im zweiten Teil wird es dann kritischer, insofern als er gegenübergestellt wird verschiedenen anderen Lehrern. Und so wie Krishnamurti oder andere, Aurobindo und so weiter. Und da kommen dann schon Fragen. Also stimmt das so oder was sagen andere? Und das hat dann schon einen etwas anderen Charakter.
Also ich muss sagen, für mich war es sehr angenehm zu lesen und auch gerade stimmig, weil ich habe Eckhart Tolle als Lehrer wahrgenommen, aber mich hat es nie so angezogen, dass ich selber seine Bücher gelesen habe. Und es war doch eine sehr schöne Art, dem näher zu kommen. Ne? Also ich habe, ich will mal sagen, seine Weisheit und Präsenz durch dein Buch spüren können. Ich habe aber auch sehr angenehm spüren können, was du dazu sagst, also und was von dir dabei rüberkam. Für mich hat sich das also sehr schön ergänzt. Also ich muss ja dazu auch, möchte ich immer wieder betonen, sagen, ich bin kein spiritueller Lehrer. Ich verstehe mich nicht als Lehrer. Ich verstehe mich als Autor, als Vermittler von anderen Lehren. Und zu manchen habe ich einen sehr engen Bezug. Und zu anderen eben weniger. Ich meine, das ergibt sich schon aus der Arbeit als Journalist, die ich ja fast 30 Jahre mache. Da muss ich ja alles Mögliche darstellen, ohne jetzt das unbedingt gut zu finden. Also bei Eckhart ist es eben so eine Mischung. Also ich mag ihn, ich finde ihn auch sehr überzeugend. Er hat etwas Enormes ausgelöst. Ich meine, wenn man Millionen von Menschen erreicht, mit dieser doch nicht jetzt selbstverständlichen Botschaft, für die meisten ist es nicht selbstverständlich, dann ist das eine großartige Leistung. Oder eben ein wahnsinniges Geschehen, wenn man das jetzt nicht als persönliche Leistung verstehen will. Und das ist auf jeden Fall anerkennenswert. Ich fühle mich da mit ihm verbunden. Ich bin aber nicht auf derselben, ganz derselben Linie. Also ich halte zum Beispiel nichts davon im spirituellen Bereich, wenn jemand sagt, ich bin ein Lehrer, ein spiritueller Lehrer. Was lehrt der denn? Also wenn ich sage, ich bin ein Künstler oder ein Musiker und ich kann anderen Leuten beibringen, wie sie besser komponieren oder zeichnen, finde ich völlig gut, völlig okay. Aber spirituell, was gibt es denn wirklich zu erreichen? Also, was zeigt man da? Ich benutze den Ausdruck auch spiritueller Lehrer, aber ich sehe das mehr nach außen hin. Ne? Weil wir leben in einer Gesellschaft und wie du sagst, für den allergrößten Teil der Menschen sind diese Themen nicht aktuell. Aber wenn man denen gegenüber auftritt, zum Beispiel der Nachbar fragt, was bist du, was machst du, so wie es hat, dann würde ich sagen, eben wie es einen Yoga-Lehrer gibt, gibt es auch einen spirituellen Lehrer. Aber ich stimme mit dir überein, im Grunde existiert ja weder Schüler noch Lehrer, ne? Sondern einfach nur das Leben, das in verschiedenen Rollen und Formen spielt. Und darum ist es ja, meine ich, auch so, dass die meisten spirituellen Lehrer sich eigentlich gegen den Begriff wehren und ihn vielleicht selber kaum benutzen, höchstens eben nur nach außen für Leute, um in gewisser Weise zu beschreiben, was sie machen, um überhaupt irgendein Label draufkleben zu können. Ne? Aber ich meine, logisch impliziert Lehren doch, dass etwas verändert werden muss oder sollte. Ja, eben. Ne? Also, darum viele sagen ja auch, ich bin ein Lehrer mit zwei E. Ne? Also ja. Um das anzudeuten, genau ja. Das anzudeuten. Wir reden jetzt dauernd schon von Eckhart und weißt du, dass ich früher gedacht habe, ist aber ein Zufall, dass seine Eltern ihm schon den Namen gegeben haben, aber ich habe jetzt was anderes gelesen in deinem Buch, nämlich, dass das gar nicht sein Taufname oder Kurzname ja. ist. Kannst du mal kurz was dazu sagen? Also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß im Moment gar nicht mehr genau, wie sein Taufname war. Nee, das ist jetzt auch irgendwie ganz normaler, vor, ganz ja. normaler deutscher Name. Und Eckhart hat sich nach dem Mystiker Meister Eckhart benannt. Und Meister Eckhart, wenn man den mal liest, die originalen Predigte, das ist sehr schwer zu verstehen. Der lebte ja um 1200, 13. Jahrhundert, Meister Eckhart, und hat eben von der Lehre gesprochen. Also das sind schon ziemlich starke Statements, die der gebracht hat. Es geht darum, völlig leer zu werden und selbst Gott sozusagen rauszuschmeißen als irgendeine
Idee oder ein Bild oder so, sondern so offen und leer zu werden, wie eben im Zen auch die Lehre beschrieben wird, also die Shunyata-Lehre. Und das ist wahrscheinlich etwas, was Eckhart sehr beeindruckt hat. Denn erzählt er auch noch eine Anekdote, er hätte einen Traum gehabt. Und er sei in diesem Traum, als er da aufwachte, hätte er das deutliche Gefühl gehabt, er selber sei in einem früheren Leben dieser Meister Eckhart gewesen und fühlte sich plötzlich also sehr stark mit ihm verbunden und deswegen hat er den Namen übernommen. Ich habe allerdings bisher nicht so viel gefunden von ihm über Meister Eckhart in seinen Talks oder so, das ist ein bisschen... Aber du hast ein ganzes Kapitel quasi darüber und ja. Das ist auch sehr gut da... Sind die, du gehst auf die Texte ein und zitierst den Meister Eckhart von damals und erklärst sie auch gut. So gut habe ich es noch nirgendwo anders gesehen. Das fand ich sehr schön. Und ja, also das ist vielleicht typisch fürs Buch, dass du eben da noch Hintergrundwissen und ja, überhaupt alles, was zu dem Thema gehört, mit reinbringst. Ne? Wir haben bei diesem Begriff jetzt normalerweise nicht die Assoziation, die Eckhart Tolle rüberbringen möchte und die auch bei Meister Eckhart schon rüberkommen soll. Da geht es nämlich um das ewige Jetzt, das ewig Nun. Und das ist etwas ganz anderes, als sich jetzt mal vorzunehmen, hier im Moment zu sein. Das ist für jeden relativ leicht zu verstehen. Also jetzt hör doch mal, was da für Geräusche sind und komm doch mal hier ins Jetzt, denk nicht immer an gestern oder und so weiter. Ne? Das ist auch eine sehr hilfreiche kleine Therapie oder das wird als Meditation, als eine Minuten Meditation auch gerne gemacht. Achte mal auf den Atem und schon bist du im Jetzt. So, gut, es stimmt. Aber was eigentlich gemeint ist, es geht viel weiter. Das ist nämlich, dass dieses Jetzt ja sozusagen aus zwei Komponenten besteht. Das eine sind die Inhalte, was jetzt gerade passiert, und das ändert sich ja ständig. Und das andere ist sozusagen die Form, wobei der Begriff passt nicht so ganz, weil wir denken bei Form an eine Form eines Dinges. Also das Medium vielleicht oder das, worin dies alles geschieht, hat selber keine Zeit. Es kann auch nicht in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gepackt werden. Es ist das, was alles umspannt. Und deswegen ist dieser Moment eben immer, er ist immer, er bleibt für ewig. Das ist rational und so nicht zu begreifen, aber es gibt manchmal diese Art, dieses Aha, wo das spürbar ist, dass die Zeit verschwunden ist und das ist eigentlich gemeint. Dass quasi immer alles schon da ist. Und zum Beispiel, aber was da war und sein wird, einfach als das, als. Wir müssen die Aufmerksamkeit in gewisser Weise sozusagen ablenken, wegziehen von dem offensichtlich Gegebenen, von dem, was ich sehe. Ich sehe also jetzt natürlich dich da als Mensch und so weiter. Ich muss aber dahinter gucken, dass der Hintergrund, in dem das überhaupt erscheinen kann, und das ist wie eine Qualität von Sein, die dich auch dann plötzlich in einem anderen Licht erscheinen lässt, auch in dieser konkreten Form, die was Setu scheinbar ist, da ist eben eigentlich das eine in mir, in dir und alles gleichsam da und das ist spürbar. Das ist wie eine Vibration, wie eine Schwingung. Und das kann man nicht beschreiben. Das ist das Mysterium, in dem wir immer sind. Ist das die innere Tiefe, die im zweiten Kapitel heißt, mit der inneren Tiefe verbunden sein? Mhm. Ja. Das ist damit gemeint. Wobei verbunden sein ja vielleicht noch untertrieben ist. Also man ist ja
ja. Eigentlich sind wir alles oder alles ist diese innere Tiefe. Ne? Also Eckhart schlägt so 6 Türen vor oder Pforten, kann man sagen, wie man irgendwie in die Tiefe gelangt, in die eigentliche, er nennt das ja auch Transzendenz, die da ist bereits. Und zwar ist es das Spüren, in zum Beispiel in den Körper hineinspüren, immer tiefer. Man kann da, dann wird der Körper, der sonst als physisches Element ja betrachtet wird, hat ein Gewicht und so weiter, der ändert seine gesamte Qualität und wird zum Leib. Graf Dürkheim nannte das den Leib. Das ist etwas Existenzielles. Das ist wie ein Eingang, wenn ich immer tiefer in mich hineinspüre, bin ich nicht mehr ein Körper, der losgelöst ist oder getrennt ist von anderen Körpern, sondern ich bin eben auch reine Gegenwart. Das ist wieder diese Gegenwärtigkeit. Ins Hineinfallen lassen, sich hineinsinken lassen, ins Fühlen, ins Spüren. Eine Möglichkeit. Eine andere ist, auf die Pausen zu achten, wenn Stille ist. Zwischen zwei Worten ist Stille, Pause. Wenn ich mich darauf fokussiere, komme ich auch in diese Präsenz. Und so gibt es da mehrere Türen. Und das finde ich auch sehr hilfreich. Wie gesagt, das sind alles so Hinweise. Das bedeutet nicht, dass man da jetzt reingeht und immer da bleibt. Also das kann mir keiner erzählen, dass man jetzt das so als Garantie benutzen kann, um für immer sich zu befreien. Das halte ich für... Es gibt Möglichkeiten, diese Präsenz zu erfahren, und dann wird aber auch bald wieder ganz normal, wie ihr vorher das alles erlebt. Also. Ja, ich meine, es gibt ja nie einen Grund dafür, dass die Identifikation wegfällt. Das passiert ja einfach nur. Einfach passiert es im Jetzt. Also man kann es im Nachhinein als Weg sehen, aber es ist ja irgendwie bedingungslos. Genau, also ich kann nur sagen, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn ich mich frage, was will ich, wo möchte ich hin, was wünsche ich mir, ganz platt. Ich wünsche mir, dass ich mich gut fühle, dass ich nicht so getrieben bin, dass meine Gedanken mich nicht vorantreiben und so. Das ist all das, was Menschen wollen, die zu Eckhart Tolle gehen. Die möchten einfach ruhiger, stiller, zentrierter, wacher, aufmerksamer sein. Und das geht ja auch für eine gewisse Zeit. Aber das kann man nicht immer zu erreichen und beibehalten. Das würde einen stressen wieder. Da kommt man wieder in so eine Anspannung. Also das ist ein Paradox. Wenn Eckhart Tolle sagt, sei im Hier und Jetzt, dann ist das ein Paradox, weil du bist ja immer im Hier und Jetzt. Ne? Das ist ja gar nicht anders möglich. Also was soll man machen? Man kann eigentlich gar nichts machen. Man ist, wie man ist, so in diesem Moment. Und lässt das so sein. Das kann schon sehr entspannend sein. Wobei ja viele sagen, solange du denkst, du könntest was machen, mach dann ruhig was. Ne? Ja, man wird immer irgendwas machen. Jede Bewegung ist, du kannst ja nicht erstarren. Das ist alles, was geschieht. Aber der zweite Punkt, auf den ich anspielen wollte, ist einfach immer wieder sich dem zu nähern, was ich als Mysterium des Seins bezeichne. Und das meint auch Eckhart. Also was ist denn, wenn die Worte und die Beschreibungen und all das weg sind? Und hinter diesen Worten, da ist das Mysterium. Und das ist sozusagen auch der Tod. Das ist das, was wir nicht und nie begreifen werden. Und in Wahrheit ist der nächste Moment ist im Grunde schon der Tod. Weil wir wissen nicht, was kommt. Wir können es nicht wissen. Das Gute ist, wir müssen es auch nicht wissen. Ja, also wenn man sich da rein relaxen kann, ist natürlich herrlich. Also das ist das sogenannte freiwillige Nichtwissen. Ich meine, gucken wir uns die Kultur an. Ich meine, unsere Kultur ist vollkommen auf Wissen aus.
Es geht immer nur noch, also wird ja immer stärker. Ich beobachte das ja auch. Ich brauche nur meine E-Mails aufzurufen. Ich kriege mindestens 3 oder 10 Angebote von irgendwelchen aktuellen Artikeln, die wechseln ständig. Es ist News, News, News am laufenden Band. Ne? Man wird damit bombardiert. Informationen hier, Informationen da. Es ist ja, man kommt ja kaum noch weg davon. Also, das ist die große, ich sag mal, Gier nach mehr Wissen. Ja, und Kontrolle. Ist dann die Weisheit gefragt, was man aussperrt. Ne? Also eben, dass man nur das nimmt oder sich dem zuwendet, wo man wirklich angezogen sich fühlt, ne? Wo Resonanz irgendwie ist. Ja, also ich sag mal, man könnte das gegenüberstellen, das ist der große Trend unserer Zeit, das Wissen wollen. Es war schon immer so, es ist nichts Neues, aber wir haben jetzt noch viel mehr Möglichkeiten. Und der Anti-Guru, der vertritt die Weisheit und das Nichtwissen im Grunde. Wobei das Nichtwissen dann auch wieder darauf hingewiesen wird, wird dann wieder mit Wissen. Ne? Aber ja, aber man kann natürlich nur irgendwie mit irgendwelchen Mitteln darauf hinweisen, das stimmt. Ja, und dann ist wieder die Weisheit gefragt, auf den Mond zu schauen, nicht auf den Finger. Ne? Ja, auf den Mond und nicht auf den Finger, genau. Ja. Ja. Das dritte Kapitel, da gehst du drauf ein, was bin ich wirklich? Da machst du auch einen Exkurs zu Ramana Maharshi, weil sich Eckhart Tolle auch auf ihn bezieht? Oder? Ja, der hat sich auf ihn bezogen. Und ja gut, also Ramana Maharshi steht für viele verschiedene Aspekte. Das ist, bei mir ist es vor allen Dingen die Methode der Selbsterforschung. Für wen geschieht jetzt dieses Denken? Der hat ja zum Beispiel so ganz schöne Vergleiche gefunden und wenn man mit einem Stab sozusagen etwas aus dem Feuer rausholt, man benutzt ein bestimmtes Instrument und wirft es dann aber wieder weg. Natürlich weiß Ramana Maharshi, dass eigentlich ich selbst mich nicht abschaffen kann. Ne, ich kann aber immer wieder hinterfragen, für wen ist jetzt dieses, zum Beispiel geschieht dies. Es ist letztlich auch nur eine psychologische Taktik, finde ich. Also, aber man gewinnt diese Distanz zu dem persönlichen Ich, in dieser Art von Selbsterforschung. Ja, es geht ja auch nicht um die Antwort, es geht einfach nur, die Frage wirken zu lassen. Ja. Und also bei mir hat das immer sehr toll gewirkt, ja, dass ich dann wirklich auf mich selber, also selbst im Sinne von Bewusstsein zurückgeworfen werde, wenn ich mich das frage. Mhm. Ja. Das vierte Kapitel ist in den Körper spüren, das hast du ja, glaube ich, schon beschrieben als eine der Tore, ne? Ja, wobei eben auch da hat der Eckhart Tolle ja eine ganz gute These oder anschauliche Sache. Die hat er allerdings von eben Barry Long übernommen. Es ist der Schmerzkörper. Schmerzen sammeln sich an im Menschen. Tiere haben anscheinend das irgendwie nicht so. Aber Verletzungen, auch seelischer Art, bleiben. Also die werden sozusagen angehäuft. So kommt es eben dazu, dass Menschen traumatisiert sind. Und wir haben eigentlich alle irgendeine Art von Trauma, also irgendeine Verletzung. Ja, also und dieses sitzt sozusagen im Bauch. Also eine bevorzugte Stelle. Wenn die Schmerzen stark werden, auch Angst, Wut, und sitzt im Bauch, dann spüren wir in diesen Teil des Körpers hinein und sozusagen, indem wir da hineingehen und das einfach sein lassen, ändert sich etwas. Es wird sozusagen, wir befreien uns dadurch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch eben psychotherapeutisch sehr nützlich ist, sehr wichtig ist.
Ja, für mich war neu, dass er dem Schmerzkörper sowas wie eine Art Wesen zuordnet. Ne? Mhm, also was Wesenhaftes, das kannte ich noch nicht. Ja, das kommt auch eben von Barry Long. Der hat das ganz gut beschrieben am Beispiel von Kindern. Kleine Kinder, 2-3 Jahre alt, können ja manchmal total ausrasten. Man sieht das, also von einem Moment zum nächsten fängt die an zu schreien und sind wütend und auch je zornig richtig. Und also es ist wie, als ob die besessen sind, wie von einem Dämon besessen. Diese Beobachtung, die hat der Barry da, hat dazu geführt, von diesem Schmerzkörper zu sprechen. Und so ist es eben. Wir können uns da kaum wehren. Es ist wie, als ob ein fremdes Wesen, eben dieser Schmerz, der aufgespeichert ist, von uns Besitz ergreift. Und deswegen handeln wir ja teilweise auch völlig irrational. Also warum erschlägt ein Mann einen anderen oder eine Frau? Oder warum tötet man aus dem Moment heraus, so aus dem Affekt heraus? Das ist doch mit Sicherheit keine coole Handlung. Das ist so, als ob ein anderes Wesen sozusagen agiert durch mich hindurch. Auch das ist ja eine ganz alte Vorstellung. Ich meine, da kommt diese Idee vielleicht vom Teufel her, Satan. Von Satan besessen oder von Dämonen besessen. Das ist eine Erfahrung. Es ist nicht einfach nur eine Story. Und was empfiehlt Eckhart Tolle, wie mit dem Schmerzkörper umgehen oder wie kann man den erlösen oder auflösen? Also zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, in dem Moment, wo ich das spüre, nicht irgendetwas unternehmen, um es wegzukriegen, also einen Schluck Alkohol oder was anderes nehmen oder ablenken, sondern eben wirklich sich darauf einlassen, einfach nur spüren und sonst still sein, in Stille verschwinden lassen. Und das löst es auf. Und zwar nicht nur für den Moment, sondern eben auch nachträglich, also das weniger wird. Man ist dann mehr im Jetzt, weil diese Vergangenheit, die sich da im Körper sozusagen angesiedelt hat, losgelassen wird. Es ist wie in den Zellen. Ja, Barry Long, das kommt eigentlich erst im 10. Kapitel, aber da wir ihn schon erwähnt haben, wir können eh nicht alle Kapitel durchlesen. Ein Buch ist wirklich sehr gewichtig, inhaltär, würde ich sagen. Danke. Aber trotzdem leicht zu lesen. Barry Long war auch ein Lehrer von dir. Ich habe damals auch seine Bücher gelesen. Ich bin über Isaac Shapiro auf Barry Long gestoßen und es hat mich auch sehr angesprochen. Mhm. Und der ist ja nicht mehr so bekannt, aber vielleicht kannst du mal noch was allgemein dazu sagen und wie er zu Eckhart Tolle. Ja, also Eckhart hat Barry Long, ich schätze mal, ich bin nicht ganz sicher, Ende der 70er Jahre in London getroffen. Und also Barry Long hat über Eckhart Tolle, soweit ich weiß, nichts erzählt. Aber umgekehrt hat Eckhart schon mal hin und wieder darauf hingewiesen, nachdem er gefragt wurde. Barry Long ist aus Australien. Er ist gestorben 2003 im Alter von 76, glaube ich. Und er hatte in Australien, war er Chefredakteur einer Zeitung in Sydney und hat dann eben erste Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht, die ihn erschüttert haben im spirituellen Sinne, auch mit einer Liebesbeziehung, die irgendwie schiefgegangen ist. Und er ist dann nach Indien gegangen und wollte eben die Wahrheit entdecken. So im Himalaya wollte er auch einen Guru finden, hat sich da für einige Jahre zurückgezogen und hat einiges erkannt, unter anderem, was er die Todlosigkeit nennt. Also er ist ein sehr pragmatischer Lehrer und hat wirklich sehr auch gleichzeitig sehr originelle Ideen. Also dieser Schmerzkörper zum Beispiel, das ist eine seiner Ideen. Besondere Art des Liebemachens, Mann und Frau, das ist ein anderes großes Thema bei ihm. Da gehst du drauf ein, aber du betonst extra, dass es so etwas wie ein Exkurs ist, weil
Eckhart Tolle auf die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau nicht eingeht. Genau, ne? Ja. Das ist auch okay, denn Eckhart Tolles Teaching ist durchaus ohne diesen Aspekt praktizierbar, denkbar. Das muss nicht sein. Ich nehme an, das war ihm einfach zu heikel oder zu... das ist für ihn nicht so wichtig gewesen. Kann ich auch nachvollziehen. Für mich war es wichtig, für meine Beziehung, und es hilft sehr, diese Liebe zu erneuern, falls sie irgendwie eingeschlafen sein sollte oder überdeckt ist von Streit oder sonstigen. Also es sind sehr praktische Hilfen, um eine Beziehung zu vertiefen, und das ist auch passiert. In welchem Buch beschreibt der Elon das, falls sich jemand dafür interessiert? Liebe auf göttliche Weise heißt das Buch. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, eine Empfehlung von ihm war, dass man ruhig Zeiten ausmachen soll, also zwischen Mann und Frau. Ja, man muss sich absprechen. Das ist, absprechen, ja. War das gerade, glaube ich, für den Mann wichtig ist. Ne? Ja, also auch während des Liebesaktes sozusagen kann man sprechen. Es geht zum Beispiel darum, das ist auch bei Eckharts Teaching drin, die Emotionen gleichsam runterzufahren. Ne? Es geht nicht darum, die Emotionen hochzufahren, wie das im Grunde in unserer Kultur dauernd geschieht, ob das so im Fernsehen ist oder sonst wo, Pornoindustrie. Immer geht es um Excitement und geil und hier bin ich und wow, sondern eben in die Stille gehen heißt auch, die Emotionen loszulassen. Also auch beim Liebesakt muss man nicht auf einen Höhepunkt zusteuern, sondern man bleibt im Moment, spürt einfach das, was passiert und wie es sich anfühlt, und spricht darüber. Wie fühle ich mich jetzt? Fühlt sich das gut an? Und der Partner antwortet darauf, sodass du einfach wach im Moment bist, ohne jetzt irgendwie dich gegenseitig zu stimulieren, dass diese hin zum Höhepunkt ist das nicht, sondern es ist ein Verweilen im Moment. Und dazu ist Liebe machen wunderbar geeignet. Geht das dann in Richtung, was man auch unter Tantra versteht? Ja, also Barry Long selbst hat sich als Tantra-Meister verstanden, wobei Tantra hat so viele verschiedene Assoziationen jetzt, ja. Auch Osho hat da so ganz unterschiedliche Tantra-Lehrer hervorgebracht. Also da geht es oft auch doch wieder um Excitement und Sinnlichkeit und sowas alles. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Würde ich sagen. Okay. Ja, ein Kapitel, da stellst du auch Eckhart Tolle dem Jiddu Krishnamurti gegenüber, der mir nicht so bekannt ist, von daher war mir das bisschen fremd, aber doch sehr interessant. Kannst du da kurz was zu sagen? Jiddu Krishnamurti, es gibt auch noch einen anderen. Der war ja im 20. Jahrhundert wirklich eine Lichtgestalt. Also die meisten oder sehr viele spirituelle Sucher, die so in den 60er, 70er Jahren unterwegs waren, 80er auch, sind an Krishnamurti im Grunde nicht vorbeigekommen. Also es gibt ja die theosophische Bewegung. Die Theosophen haben Krishnamurti aufbauen wollen zu einem Superguru. Der sollte also den Buddha Maitreya empfangen, sozusagen Platz machen für diesen Buddha Maitreya, für eine gewaltige geistige Energie. Krishnamurti schien da sehr geeignet, weil er war unheimlich begabt, intelligent, wusste alles über die ganze Spiritualität, er kam aus Indien ursprünglich und hat dann kurz vorher, als es schon angekündigt wurde und alle darauf warteten, dass er seine erste Rede hält, gesagt, das ist alles Quatsch, ich mache da nicht mit. Die Wahrheit ist ein wegloses Land. Es gibt keinen Weg dahin und schon gar nicht auf diese Art. Und das ist eben seine Message auch geblieben.
es gibt keine Methode, um zu erwachen. Es ist einfach, und das im Grunde sagt der Eckhart Tolle das auch. Also es gibt keine wirkliche Methode, außer eben wach zu sein, hier und jetzt. Und das sieht er nicht als Methode in dem Sinne. Also es ist kein Weg, der irgendwo hinführt. Vor allem, was ja auch sowieso keine Garantie gibt. Ne? Also, ja. Was schön ist bei Krishnamurti, ist, dass er die Natur einbezieht. Er hat wunderschöne Beschreibungen und zeigt so poetisch dieses Verschmelzen mit der Natur. Wie, also da, und das kann jeder sehr wunderschön nachvollziehen, auch beim Lesen, kommt man in dieses Gefühl von Einheit mit allem. Das, also Eckhart Tolle hat mehrmals darauf hingewiesen, dass Krishnamurti für ihn ganz wichtig war, als Anregung. Ja, dann stellst du Eckhart Tolle gegenüber dem Sri Aurobindo und beschreibst auch ihn, sein Werk und sein Leben. Ich kann dazu sagen, ich habe seine Schriften nicht gelesen, aber mich hat damals, wie ich in Tiru war, vor vielen Jahren, hat mich auch Pondicherry angezogen. Und da ist ja sein Ashram und... Mutter Mira Alfasser. Ja, und eben, wie heißt die Stadt? Nee, wie heißt es? Pondicherry und Auroville. Auroville, ja. Ja. Also ich fand das auch sehr anziehend, auch dieser Ashram in Pondicherry. Ja. Aber ich weiß, also Aurobindo ist schon mal eine Sache, die Mutter ist noch mal eine andere und Eckhart Tolle ist wieder eine ganz andere Sache. Aha. Es hat sich ergeben, weil ein Aurobindo-Schüler, sag ich mal, ein Inder, ein langes Interview mit Eckhart Tolle geführt hat. Es wurde auch veröffentlicht im Aquamarin Verlag, wo ja auch mein Buch erschienen ist. Und da ist der andere Aspekt von Eckharts Lehre drin, nämlich eine neue Erde. Ne? Das ist ja, sind ja zwei Bücher, jetzt Kraft der Gegenwart und die neue Erde. Die neue Erde ist 2 Jahre oder 3 Jahre später erschienen. Das ist eine neue Idee, eine andere Idee, das ist noch im ersten Buch noch nicht so stark, nämlich dass das Bewusstsein der Menschheit sich entwickelt, durch eben auch dadurch, dass wir immer mehr im Jetzt sind, verweilen. Und dadurch entsteht natürlich eine gesamte Schwingungserhöhung. So. Jetzt kommen sich sozusagen Eckhart Tolle und Aurobindo näher. Denn das ist... ein Aspekt in der Lehre, die ist unheimlich kompliziert im Grunde, diese Lehre von Aurobindo, da war eben, der hat 50, 60 Jahre lang an seinem integralen Yoga gearbeitet. Kernidee, also jetzt ganz, ganz verkürzt, ist eben Gott als Bewusstsein, als Unendlichkeit steigt ab in die Materie, in die einfachsten Formen, Stein und so weiter, und entwickelt sich. Und diese verschiedenen Bewusstseinsebenen erreichen schließlich im Menschen einen Wendepunkt, wo er gleichsam über die Individualität hinauswächst und selber göttlich wird. Und das betrifft auch den Körper, also die Energie wird dann so stark, dass der Körper auch vergeistigt wird. Das ist jetzt ziemlich abgedreht, kann man sagen. Aber es geht ein bisschen in die Richtung bei Eckhart Tolle auch, denn er sagt ganz deutlich, dieser Körper kann transzendiert werden, indem ich eben nach innen sozusagen verschwinde in diesem Gefühl. Und er spricht ja auch davon, dass die Schwingung höher wird und so weiter. Also insofern gibt es da Parallelen. Und die Frage war dann eben, wie weit ist da eine Übereinstimmung und ja. Erwähnt Eckhart Tolle Sri Aurobindo auch, oder?
Naja, also in diesem Interview, dass der, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der heißt, das Buch müsste ich da aus dem Bücherregal ziehen. Natürlich spricht er da auch über das, was er von Aurobindo verstanden hat. Mhm. Der entscheidende Punkt ist hier, finde ich, das Experiment, das diese Stadt Auroville darstellt, nämlich dass eine Gemeinschaft von Menschen sich in einer Stadt sozusagen wie ein Vorbild für die Menschheit zusammenfindet und diese ideale Kommune praktiziert. Ich meine, das ist natürlich letztlich nicht passiert. Das kann man sich natürlich denken, dass das immer nur Versuche sein werden. Ne? Aber von Eckhart Tolle weiß ich bisher nicht, dass er irgendwas Ähnliches anstrebt, dass er also irgendeine Sangha da aufbaut oder Gemeinschaft, wüsste ich nicht, dass das passiert. Aber eben, er weist auch darauf hin, dass das Bewusstsein sich insgesamt der Menschheit ändert. Ne? Ja, und er möchte daran wirken. Er möchte daran wirken. Also es, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber es kommt auch das Zitat, entweder das Bewusstsein des Menschen ändert sich oder die Menschheit vergeht. Ja, ja, ja. Es gibt sogar einen deutschen Theologen, glaube ich, Rahn, der gesagt hat, der Mensch des 21. Jahrhunderts wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Genau. Also es gibt etliche solche Aussagen und man kann ja auch Eckharts Art jetzt über Internet an die Menschen ranzugehen und sich zu vernetzen, auch als eine Art von Gemeinschaft sehen. Also es ist jetzt eben eine neue Zeit, wo digitale Gemeinschaften auch, also über digitale Medien diese Gemeinschaften entstehen und sich vermehren und verstärken. Die Schwingung verstärkt sich so, ja. Ja, das nächste Kapitel ist dann Eckhart Tolle und Ken Wilber. Mhm. Das ist also wirklich, da wird es dann hochgeistig oder auf jeden Fall das nicht für alle verständlich, aber ja, vielleicht kannst du das auch kurz zusammenfassen. Also ich versuche es mal. Erstens muss man sagen, dass Eckhart Tolle sich nicht auf Ken Wilber bezieht und von dem hört man, also darüber hört man eigentlich nichts. Es ist umgekehrt. Ken Wilber hat etwas zu Eckhart Tolle gesagt in einem Interview und hat sein Modell versucht auf Eckharts Teaching anzuwenden. Also man muss dazu sagen, das ist sehr kompliziert oder komplex, das Modell, was Ken Wilber gefunden hat. Da geht es ja um verschiedene Bewusstseinsstufen. Und auf jeweils einer Stufe wird etwa Gott ganz anders gesehen als auf der nächsten. Nehmen wir jetzt mal also das Beispiel Gott. Im Alten Testament ist Gott eben ein allmächtiger, persönlicher Gott und mit Autorität und so weiter. Und da wird einfach geglaubt, dass der existiert. Und auf einer höheren Stufe würde dann Gott zum Beispiel als Bewusstsein verstanden werden. Da sind wir jetzt vielleicht, wo es auch darum geht, dass der Mensch seine Individualität oder seine Persönlichkeit überwindet, transzendiert, weitergeht. Jetzt überprüft er, was ist denn dieses Jetzt, von dem Eckhart Tolle spricht? Auf welcher Ebene kann man das ansiedeln? Er setzt also seinen eigenen Maßstab da an und meint, ja, also zum Beispiel haben doch die Völker früher auch von Jetzt gesprochen. Und gesagt, das ist ein Mysterium und so weiter. Aber sie haben was ganz anderes draus gemacht, als ein heutiger Mensch auf unserer Stufe machen würde. Sie haben es angebetet vielleicht, als durch Rituale
etwas mystifiziert sozusagen. Und jetzt fragt er, was macht denn Eckhart Tolle? Auf welcher Ebene bewegt er sich? Wird das hier mystifiziert? Und es, er wirft ihm vor oder kritisiert, dass das jetzt tatsächlich zu sehr noch in einem Stadium aufgefasst wird, dem wir heute eigentlich nicht mehr entsprechen. Und eine Kritik ist eben auch, dass dieses jetzt nicht angestrebt werden kann. Man kann nicht im Jetzt sein wollen, weil man es immer ist. Also was soll dieses Ganze? Ja. Was ist also die Message da? Wir sollen etwas anstreben, was immer schon da ist. Also das kann doch nicht stimmen. So, das ist ganz knapp ungefähr die Gedankenlinie da, die ich vorgestellt habe. Es ist eine Kritik, wobei Ken Wilber durchaus Eckhart Tolle würdigt als einen weisen Menschen. Und ja. Ja, und das letzte Kapitel ist vielleicht auch in Richtung Kritik etwas, nämlich über Tony Parsons und was er über Eckhart sagt, ist aber auch nur kurz. Mhm. Und ja, da ist wohl die Frage, ist Eckhart Tolle Nicht-Dualitätslehrer oder nicht? Ja, aber ich meine, das ist ja auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja eigentlich, wie zum Beispiel Eckhart Tolle auf mich selber wirkt, ne? Und ob ich das Gefühl habe, ob ich dafür offen bin, ob ich Resonanz habe, ob ich das Gefühl habe, das ist hilfreich für mich. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Andererseits finde ich es auch interessant, ihm im Licht von anderen Lehrern zu sehen. Es ist ja nun eine Tatsache, dass Eckhart Tolle kritisiert wird von Tony Parson und anderen, Karl Renz und so weiter. Die sagen ganz klar, das ist dualistisch. Mein kleines Problem dabei als Autor ist, ich kann nicht sagen, hier ist kein Ich. Das ist zwar immer wieder mal passiert so, aber ich bin einfach eher sozusagen auf der Stufe von Eckhart Tolle als von Tony Parsons. Deswegen kann ich nicht mit Authentizität sagen, was Eckhart Tolle sagt, ist Quatsch. Das kann ich einfach nicht. Ich muss es so als das anerkennen, was es ist und wiedergeben, so gut ich es kann. Ich kann das nicht aus einer Perspektive kritisieren, wo kein Ich mehr ist. Das geht nicht. Das würde eine Anmaßung bedeuten. Ich kann nur versuchen, die beiden Positionen, in Anführungsstrichen, Tony Parsons würde ja zum Beispiel sagen, er hat gar keine Position. Wo kein Ich ist, ist auch keine Position. Da ist auch keine. Also deswegen, da kann ich nur so ein paar Statements bringen von Tony und sagen, okay, das ist hier der Kritikpunkt. Und der Kritikpunkt ist klar. Wenn einer sagt, ich bin ein Lehrer und ich führe dich in eine bessere, wahrere Bewusstseinseinstellung, dann ist das dualistisch, weil entweder ist jetzt alles schon so richtig, wie es ist, oder eben nicht. Also da gibt es keinen. Ja, aber ich finde, das ist im Grunde ein Denkfehler, weil selbst wenn jemand so als Lehrer auftritt oder gesehen wird und ich lasse mich da reinfallen, vielleicht lande ich im Nichts, im Aufgelöstsein. Also ich finde, das ist eigentlich kein Widerspruch und da ist Platz für alles. Ne? Das ist richtig. Also diese sogenannte Auflösung der Illusion von Ich kann in jedem Moment passieren. Wichtig ist aber, glaube ich, zu betonen, dass es dafür keinen Grund gibt. Genau. Ne? Du kannst keine kausale Kette herstellen. Nein. Wenn ich so und so lange meditiere, dann löst sich das Ich auf. Das ist eben immer wieder dieser Gedanke schleicht sich immer wieder ein und den kriegst du ganz schwer weg. Ne? Ja, du kannst natürlich meditieren. Mich stört doch nicht der Gedanke. Also mich stört der Gedanke nicht.
ist ja auch nur ein Gedanke. Ja, ja. Und im Grunde ist es das auch schon. Ja. Der Gedanke ist es selber auch schon. Ich glaube, was man hier vielleicht noch sagen sollte, ist, dass dieses Wegfallen von Ich als grundlos hinzustellen, ist wichtig, weil dann zeigt man, dass in Wahrheit, für Anführungsstrichen, in Wahrheit, gibt es überhaupt keine Kausalität. Das ist alles nur eingebildet. Ne? Das, was ist, ist ohne Grund. Es ist nicht zurückführbar auf ein Ereignis vorher. Das machen wir aber ständig. Ne? Wir sitzen jetzt hier, weil du hergekommen bist und ich hier schon und so weiter. Alles im Kopf. In Wirklichkeit ist das jetzt in diesem Moment Peng. Ja, das stimmt. Das ist aber auch, das kommt aus der praktischen Welt. Ne? Wenn ich eine Uhr repariere, muss ich vielleicht rausfinden, welche Feder gerade fehlt oder kaputt ist. Ja. Also, und da ist dann das Kausale damit drin. Ne? Ja. Also die Uhr läuft nicht mehr, weil das Rädchen nicht mehr stimmt oder nicht mehr da ist. Und also muss ich das Rädchen aber erneuern oder was weiß ich, was ich machen muss. Aber eben auf das Spirituelle kann man das nicht anwenden. Aber das ist die Natur des Geistes, kann man sagen, des Verstandes und die Gewohnheit, das auch auf das Spirituelle anzuwenden. Ja. Das, und die Hoffnung, natürlich, ich bin ja so, wie ich jetzt bin, nicht gut genug. Oder das, was ist, ist eben nicht gut genug. Es kann nur besser werden, es muss doch besser werden. Und ist auch das noch ein Gedanke, ich bin nicht gut genug. Ja, ne? Aber kann man trotzdem auch ehren. Ist es ein Drängen doch da. Es ist auch ein das, was Buddha jetzt zum Beispiel Begierde nannte. Das ist dieses immer was Besseres wollen. Ne? Das ist, aber man kann sehen, dass es das schon ist. Ja. Auch das ist es schon. Ja. Das ist ja der Witz dabei. Ja, ja. Ne? Genau. Das ist der Witz. Ja, und das Buch endet dann doch auch nochmal mit einer Würdigung, eben auf was Eckhart Tolle für dich bedeutet und wie du durch ihn in Resonanz gekommen bist mit dem oder wie soll man sagen? Genau, also ich mache das tatsächlich immer wieder, ganz praktisch. Ich spüre in den Körper hinein. Also das hilft ja auch, wenn ich zum Beispiel Lampenfieber habe oder irgendwas anderes, Angst habe oder irgendwelche Gedanken wirklich stark sind von Wut und ich will mich an irgendjemandem rächen. Es kommt immer wieder mal. Ich habe einfach gesehen, seit 40 Jahren bin ich auf diesem Weg und hatte ursprünglich mal gehofft, ich würde geläutert und ganz relaxed und wonnereich durch die Gegend laufen, aber es ist eben so nicht. Das Leben geht einfach so weiter und diese ganzen Sachen passieren und gelegentlich ist es dann so, das hilft vorübergehend einfach wieder in ein gutes Gefühl zu kommen. Das ist ganz, ganz simpel, ganz praktisch. Hat nichts mit Erleuchtung oder sowas zu tun oder im endgültigen Erwachen, sondern nur eine kleine Technik, um sich gut zu fühlen. Das mache ich schon, ja. Mhm. Also ich möchte nochmal sagen, für mich ist das Buch gesammelte Weisheit und sehr eingehend und relativ leicht zu verstehen. Und im Grunde ist es alles eins. Also für mich, im Grunde ist es dann gar nicht mehr wichtig, ob das jetzt ein Zitat von Eckhart Tolle ist oder ob das was von dir ist oder was jemand, auf den sich Eckhart Tolle bezieht, einfach gesammelte spirituelle Weisheit ist es für mich und das ist einfach schön. Ne? Ja, freut mich. Ja. Da braucht man, die Grenzen können ruhig verschwimmen. Ja, das ist richtig. Also ich habe das auch nicht mit diesen verschiedenen Leuten da gemacht, um eine Art Spaltung zu erreichen, sondern einfach nur um eine Bereicherung der Aspekte zu haben. Ne? Deswegen ist jetzt das Bild vielleicht noch ein bisschen voller, ein bisschen reicher. Wie ist das so rein praktisch? Ist es irgendwie erlaubt, so aus allen Büchern zu zitieren oder musst du das da extra anfragen oder wie geht das? Ja, es gibt natürlich so bestimmte Regeln. Du kannst jetzt nicht seitenweise einfach von irgendeinem abschreiben. Dann musst du
wenn das nötig ist, dass du das unbedingt so brauchst, dann muss man fragen beim Verlag. Und aber so abschnittsweise? Abschnittsweise kann man das immer machen. Und es gab Leute, die haben gesagt, ich dürfte doch gar nicht Eckhart Tolle hier so zitieren oder so. Natürlich darf man das. Eckhart Tolle ist eine öffentliche Person und jeder darf ihn zum Thema machen eines Buches. Das ist überhaupt keine Frage. Das wird ja, ist ja gang und gäbe. Und er ist immerhin jetzt so populär und bekannt, dass man das durchaus machen kann. Das ist ja, und für die es eben stimmig ist, die finden dann zu dem Buch und können davon profitieren. Ja. Ne? Vielleicht mehr als von Eckhart Tolles Bücher selber. Also es ist ja so, der hat ja nicht mehr viel geschrieben. Also er hat ja nach diesen zwei, drei Büchern kam ja nicht mehr viel. Und viele wollten bestimmt mal, dass wieder ein neues Buch kommt, aber es ist eben keins rausgekommen. Es sind jetzt neuerdings wieder Sachen passiert, aber das war, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe. Es war jetzt noch was mit Deepak Chopra, ist noch was. Und er macht eben sehr viel übers Internet. Mhm. Wo ist das Buch jetzt zu bekommen? Wahrscheinlich in jeder Buchhandlung. Man kann es auch natürlich bestellen bei Amazon. Mhm. Und es gibt es auch als E-Book. Mhm. Also, aber du verschickst es nicht? Nee. Ich habe sogar selber gar keins mehr im Augenblick. Aber du hast ein anderes Buch, was ist schon vergriffen, ja. Das, wo du noch vielleicht möchtest. Kannst ja, das kann ich nochmal kurz zeigen. Ja, Augenblick. Ich mal eben kurz da. Das ist das Buch Advaita. Das kann man bei mir bestellen. Das ist wirklich vergriffen. Das ist auch ziemlich teuer bei Amazon. Teurer als es ursprünglich mal war. Und da geht es um die Hintergründe von Advaita, also wie das angefangen hat in Indien und dann auch im Westen, die Philosophie des Bewusstseins im Westen und schließlich eben die Satsang-Szene hier und die Advaita- und Nicht-Dualitätslehrer hier. Und das ist ein Grundlagenbuch. Das fand ich immer ganz gut, habe ich ganz gut hingekriegt, dachte ich mir so. Okay. Und da gibt es wahrscheinlich auch mehr drüber im Internet noch, wenn. Ja, also. Oder wir machen mal ein separates Internet. Das kann man nochmal. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, was die indische Philosophie betrifft. Die meisten wissen sehr wenig darüber. Es gibt natürlich den Begriff Satsang und Zusammensein in Wahrheit und so. Aber was ist zum Beispiel Brahman, was ist Atman, was ist Om, wofür steht das wirklich, das heilige Om? Und all diese Begriffe und auch tollen Beispiele, Geschichten, darüber kann man sehr viel reden. Und es ist spannend. Ja, okay, hast du noch ein Thema oder Aspekt zum Buch oder allgemein, über die du sprechen möchtest? Ich weiß jetzt nicht, ob wir können das auch dann. Also ich hätte noch eine Idee, die ich gerne mal vorführen möchte. Mhm. Denn ich bin ja, ich male, ich mache Musik und improvisiere. Und das sind alles Wege, tatsächlich die Gegenwart zu intensivieren sozusagen, das Erleben zu intensivieren, in die Gegenwart zu kommen. Es gibt ja auch den schönen Begriff Flow. Das wird meist so verstanden, dass man eben in einem Fluss ist, sozusagen in der kreativen Tät. Und ich zeige jetzt mal einfach, wie jeder mit einem Stift und einem Blatt Papier etwas produzieren kann. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und zwar entwickle ich Landschaften aus Unterschriften. Also ich mache einfach jetzt mal eine Unterschrift so. Die muss natürlich, man muss da ein bisschen locker sein. Unterschriften sind ja oft so ein bisschen hingehauen, weil das ist schon mal sehr locker. Und wenn man jetzt so diesen Ansatz nimmt, dann kann man
stricheln, Linien führen und ist natürlich ganz bei der Sache. Man denkt nicht, die Striche entstehen von selbst. Und was letztlich bei rauskommt, das weiß ich jetzt nicht, aber die Hand wird scheinbar irgendwie geführt. Und für jeden wird das ein bisschen anders sein. Ich mache sowas wie eine kleine Landschaft. Das kann man nachher noch kolorieren, wenn man will. Vielleicht mache ich das später noch und zeige die Kolorierung dann noch, was dazugekommen ist. So. Ne? Das geht ziemlich schnell. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade mal eine Minute gebraucht für so, eine kleine Signatur. Und schon haben wir eine Zeichnung. Und also das Wichtige dabei oder die bewusste Einstellung war, nichts Bestimmtes zu machen, ja, einfach eben. Nur fließen zu lassen. Ja, eben, aus dem Kopf rauskommen, einfach geschehen zu lassen und dieses Erleben, dass wirklich alles von selbst geschieht, dass ich da gar nicht nötig bin als Person oder als Kontrolleur, sondern das ist im das macht Gott, kannst du sagen, oder das macht das Ganze oder was auch immer, aber du spürst es dann, ne? Das ist ein Erleben und das kann jeder machen. Ob da jetzt irgendwas bei rauskommt oder nicht, ist auch nicht das Wichtige. Also die einen laufen, die anderen häkeln, manche singen vor sich hin und summen. Aber ich finde, das kann jeder noch ein bisschen mehr machen. Also das macht so einen Spaß. Also deswegen schlage ich das mal vor. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich mache es jetzt eben mit diesem Stift und das habe das versucht vorzuführen, dass man dazu keine Kunst braucht, keine Kunstfertigkeit, keine Ausbildung. Einfach entstehen lassen. Immer wieder mal. Vielleicht einen Tag mal 10 Minuten sich hinsetzen und sowas ausprobieren. Und einfach. Das ist Meditation. Dadurch mehr in der Gegenwart. Ja, Meditation in Aktion. Okay. Bietest du eigentlich auch Kurse an? Oder? Also in letzter Zeit habe ich tatsächlich mal so Meditationskurse angeleitet und auch Vorträge und Workshops gemacht mit verschiedenen Arten von Musik, die ich vorführe, wozu man meditiert, wo man selbst dann auch was singt. Das kommt jetzt mehr und mehr. Habe ich lange nicht gemacht, aber ja, macht auch Spaß. Und das ist auf deiner Homepage zu finden? Da ist noch nicht viel in der Richtung, da musste ich noch was machen, aber wenn wieder was ist, dann ist ein Floh dann. Ja, kommt das rein, genau. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank für Dank dich. Auch. Das, hast dich ja so gut vorbereitet. Ja. Ich konnte nur eigentlich relativ wenig aus dem Buch direkt fragen, ja, aber das viel drin. Ist einfach ein sehr dichtes und schönes Buch. Vielen Dank. Ja. Danke dir auch. Schön.